Moin, ihr Gamerchen, ihr kleinen Mäuse. Hier bin ich wieder, der Olli von den Durchschnittsgamern mit einem kleinen neuen Projekt. Also klein, bla bla bla. Viel geredet, wenig gesagt. Nein, natürlich kein kleines neues Projekt, sondern ein ganz normales neues Projekt. Und zwar, wie ihr unweigerlich hier sehen könnt, Bioshock. Bioshock. Und zwar wollte ich einfach den Bioshock Infinite Teil spielen, aber ich hatte noch nie einen Bioshock Teil gespielt und dachte, komm, fängst du mal mit dem ersten an. Und dann spielst du Infinite. Naja, das mache ich, weil mir der Kollege Jonas schon angedroht hat, beziehungsweise gesagt hat, dass diese Woche auf jeden Fall unsere Aufnahmesession zu Red Dead Redemption nicht stattfindet. Ja, das ist jetzt. Ich muss mich mal abstellen irgendwann. Ich will nicht, dass mal gesehen wird, was meine Freunde spielen. Dass unsere Aufnahmesession zu Red Dead Redemption weiterhin warten muss und wahrscheinlich auch den ganzen Juni warten muss. Also können wir schön pausieren. Und jetzt mache ich erstmal was zwischendurch. Ich drücke erstmal auf New Game. Ich habe die erste Stunde schon gespielt, dann festgestellt, dass meine Stimme verzerrt ist und alles wieder weggeworfen. Deswegen habe ich die erste Stunde, bin ich ein bisschen gespoilert, aber das macht euch ja nichts aus. New Game. New Game. Medium. You've played other shooters. Ja. They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Bioshock. Und so fängt das Spiel an. Mit Flugzeugabsturz. Erste Klasse. Nenne ich mir mal ein Spiel, das nicht gut war und das mit einem Flugzeugabsturz angefangen hat und nicht gut war. Es gibt sowas nicht. Es gibt sowas nicht. Flugzeugabstürze am Anfang des Spiels leiten immer Highlights ein. Witzig ist auch, dass er vor dem Flugzeug ankommt, finde ich. Also er scheint ohne Fallschirm irgendwie rausgesprungen zu sein. Also wir. Also ich. Also ihr. Oh, da spiegeln sich die Flammen im Wasser. Episch, Bro. Episch. Ich weiß, dir geht's gerade nicht so gut wie mir, weil du hier im Wasser schwimmst und alles um dich herum bremst und du quasi halb ertrunken und halb verbrannt bist, aber es ist epic. Dann schwimmen wir hier drauf zu. Ja. Entscheide dich doch mal, Tony Clifton. Entscheide dich doch einfach mal. Mark of the Ninja, Bioshock Infinite. Naja, hat sich das fast zeitgleich mit mir gekauft. Aber ich habe bis jetzt nur einmal kurz reingeguckt, denn ich will mich ja nicht spoilern. Und erst Bioshock 1 fertig spielen, auch wenn das gar nicht mehr so viel miteinander zu tun hat. Es geht ja mal auch so ein bisschen darum, sich da einzustimmen und mal ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Es sieht übrigens ein bisschen... Also hier nicht mehr. Hier sieht es doch sehr geklont aus. Aber wenn man jetzt mal auf den einzelnen Punkt achtet, finde ich, ist es sehr hübsch geworden. Aber hier sieht man natürlich, dass sich das sehr oft wiederholt. Egal. Egal. Gehen wir hier mal rein. In die gute Bude. Ne? Die gute Stube. Gucken wir mal. Bruch. Oh. Hässliche Fratze. Irgendwas stimmt mit deinem linken Auge nicht, Kollege. No gods or kings, only man. Ich sage jetzt schon, dass ich den Soundtrack von diesem Spiel unbedingt haben will. Der ist so geil. So unglaublich gut. Finde ich, ich mag diese alte Musik. Das hier ist so ein bisschen, also, da habe ich gestern schon rumgerätselt, als ich das erste Mal versucht habe aufzunehmen. Es sieht so ein bisschen, ja, also so, der Marineturm und solche Sachen in den Laboe, die sind auch so gehalten. Also schon irgendwie so ein bisschen... In dem 30er-Jahres-Stil, finde ich, ist das so gebaut hier. Also es sieht jetzt nicht aus wie... Oh, hübsch. Streichzart krächzt die Geige.
hier raus? Habe ich auf der rechten Seite den Hörer? Ja, habe ich. Gut, drücken wir da mal drauf. Ne, da nicht, sondern da. Barfisphere Level. Das ist der Hebel. Mir liegen einige Sachen auf dem Herzen, die ich gleich mal anfangen werde zu erzählen, so Stück für Stück. Aber jetzt werden wir erstmal gucken, dass wir genug von der Story mitkriegen, denn jetzt am Anfang ist natürlich noch etwas storyintensiv alles. Die raufen ja. I am Andrew Ryan and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? Doch, doch. No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. Nein, nein. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. Sitting where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Da fliegt der Wal durch. Das ist wie wenn man so einen Omnibus durch eine kleine Gasse manövrieren will. Das sieht gigantisch aus. Absolut gigantisch. Telekinese. Kostenlose Probe. Willkommen in Rapture. Und so fängt es also an. Saving content. Please do not turn off the machine. Kanone hast, warum hast du nicht geschossen, du Vollidiot? Das ist Bioshock, da muss man schießen. Gar nicht wissen, von welchem Arm irre der gesteuert wurde. Ja, so neu auch nicht. Bist du abartig? Bist du widerwärtig? Oh Gott, das schüttelt mich immer wieder. Aber wie wenn jemand mit den Fingernägeln über die Tafel geht. Uah. Komm schon, lass mich leben. Lass mich leben. Ich will leben. Hau ab. Das hier jetzt? Hast du das bei Johnny auch versucht? Wenn ja, dann good job, dude. Good job, man. Wait the chamber. Egal. Wo bist du, hässliche Frau? Hässliches Gleiser. Alles überhaupt nicht unheimlich hier. Now would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicers.
Bertie's fair travel is now denied. Oh my god. Ah ja, richtig, hier ist der Crowbar. Genau, Wrench. Ja, damit fühle ich mich natürlich schon viel sicherer, ne? Ist ja klar. Pots. Pots. Proceed to crouch. Oh. Soll ich mich durchgefahren? Kann das sein, dass der immer anders fällt? Ups. Proceed to stand up. Oh! Oh, Pout! Vergesst immer wieder, wo du herkommst. Gott, noch eins. Gott, noch eins. Rapture Now, November 5, 1946. Okay, da war aber schon ein bisschen was los hier. 1946, dann passt das ja vielleicht sogar. 30er-Jahres-Stil. Sah nämlich auch so ein bisschen aus wie so ein... Ja, wie so ein NS-Propagandagebäude. Wie das Reichsparteitagsgebäude in Nürnberg. Da gibt es eine Ähnlichkeit dazu. Zu diesem komischen Leuchtturm. Tja. Ja, aber mehr als hier oben rein kann ich auch nicht machen. Machen hier solche Geräusche eigentlich? Das muss ich ja noch mal kurz angucken. Pick your plasmid and evolve. Ja. Entwickle dich. Ey, entwickle dich, ne? Tja. Und da ist auch schon das schöne Electrobolt Power-Up. Mir tätowiert. Ketten auf die Arme tätowiert. Lecker. Ja, ramm dir einfach mal was in die Venen. Irgendwas, was du findest. Na klar. Alles super. Nur mein genetischer Code wird umgeschrieben. Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Sicher? Wait a minute. He's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. Klingt ja überhaupt nicht freaky, ne? Und das große, fette Ding ist kein bisschen angsteinflößend. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher jetzt gerade. Ich weiß nicht, was ich mir da reingepfiffen habe. Ich bin auch nicht, eigentlich nicht meine Art, irgendwas zu nehmen, was ich finde, und mir das in die Adern zu rammen. So als, keine Ahnung was. Schön lecker Chips. Salty Chips. Kau nicht so laut, Kollege. Health Gain from Chips. Das gibt keinen Sinn bei den ganzen Transfetten. Ganzen industriellen Scheiß, der da drin steckt. Ja. Das ist mein Koffer. Da ist meine Comic-Sammlung drin. Mein Original Folge 1 The Flash. Ups, wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Ah. Ein original verschweißtes, ein verschweißter Cartoon. Ja.
Okay. Ja, das sieht schön aus. Gut, hier geht offenbar alles für die Hunde. Anders. Bisher, das brauche ich. Egal was es ist. Ich will es mir in die Adern rammen. Oh! Ja, wo denn? Ah, okay. Was? Gott sei Dank. Uiuiui, ich hab schon irgendwie noch ein bisschen Respekt vor den Leuten, die so laufen so schnell. You want some of this? Oh mein Gott, bist du hässlich. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist hier los? Was ist hier passiert schon wieder? Immer kommt man irgendwo hin und es ist alles am Zusammenfallen. Ich bin mal ein schönes Spiel, wo man in eine funktionierende Zivilisation kommt. Man wird freundlich empfangen, alle sagen, cool, dass du da bist. Man stellt fest, da ist es auch irgendwie geil. Und beschließt, da zu bleiben. Schöne kleine Liebschaft noch. Dann lieben sie sich wie die Wiesel. Oh! Wo kommst du denn schon wieder her, Kollege? Meine Fresse, habe ich mich schon wieder verjagt. Wo kommt ihr denn alle her? Okay. Gut. Ich denke, kann ich mal kurz anfangen, ein bisschen was zu erzählen. Also, es wird wohl so sein, momentan laufen wir nebenbei nach Borderlands 2 mit dem Matthias. Im Sausack, ne? Viele Grüße an Matthias, das war meine Revanche für deine Äußerungen. Und nebenbei läuft Metroid Prime. Es ist wohl aber so, dass ich denke, dass Metroid Prime, wenn es dann durch ist, nicht von einem neuen Let's Play abgelöst wird. Das heißt, der 15 Uhr Slot wird leer bleiben. Und stattdessen wird vermutlich etwas kommen, worüber ich momentan nachdenke. Etwas, was ein bisschen neuer ist und ein bisschen frischer als ein klassisches Let's Play. Das ist ein bisschen mehr an Commentary orientiert. Jetzt hören wir nochmal kurz zu. Aha. So, ein Gefallen, hä? Ein Gefallen, also. Hm, ist klar, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Creepy. Ist doch kein Kind drin, ne? Nee, natürlich nicht. Oh, bist du fies? Bist du fies? Ach so, und du hast dafür gesorgt, dass ich mir das Zeug reinpfeife. Ja, vielen Dank auch. Aber einen Gefallen willst du trotzdem von mir, hä? Vielen, vielen Dank. Bist ein echter Kumpel. Ein Glück, dass man gleich weiß, auf welche Leute man sich verlassen kann und welche einem dafür sorgen, dass man... So, muss ich gleich da hinten lang? Dass man sich irgendwelche Scheiß reinpfeift. Ach nee, das Pfeil sagt ja auch, ich muss da hinten lang. Okay. Trotzdem gehe ich mal kurz hier hin. Pep Bar. First Aid Kit. Wer bist du? Gehörst du zu der Frau, die hinten gestorben ist? Oh, so schön. Naja, auf jeden Fall, ich sehe das ein bisschen so, dass dieser ganze Let's Play-Markt momentan eigentlich ganz gut gefüllt ist und man merkt das ja auch an der Resonanz. Man wird eigentlich nicht gefunden, man wird kaum angeguckt, es gibt kaum Feedback und da muss ich ein bisschen was ändern. Ich glaube, es reicht nicht, wenn man als YouTuber mit der Zeit geht. Ich glaube, man muss ein bisschen innovativ sein und sich ein paar neue Sachen einfallen lassen.
Und das werde ich auf jeden Fall machen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ein paar andere Sachen machen, die, wie gesagt, noch ein bisschen. Ne, naja, so ein. Irgendwie so ein Mittelstück zwischen Commentary und Let's Play mit ein paar Einspielern und sowas. Also ich habe ein paar Ideen. Es ist noch nicht so richtig spruchreif, aber Metroid braucht ja noch ein bisschen. Und das heißt, dass in Zukunft vermutlich, ich muss mal gucken, wie das jetzt läuft, vermutlich etwas weniger. Oh, da liegt noch eine Pistole. Etwas weniger Let's Plays hochgeladen werden, aber das kann ich auch nicht sicher sagen, denn ich habe da noch was mit Sleth am Laufen und immer mal wieder was mit dem Dragon Slayer, also mit Matthias und Jonas und ich machen auch irgendwann weiter, sowohl mit Red Dead Redemption als auch mit The Last of Us. Muss noch mal sehen, wie es dann letztendlich läuft, aber auf jeden Fall ist das momentan, sind das so ein paar Gedanken, die ich mir, ich werfe hier mal ein bisschen was runter, die ich mir um die Zukunft dieses Kanals mache und ich denke, da wird sich ein bisschen was ändern. Was aber nicht heißt, dass hier gar keine Let's Plays mehr laufen werden. Es wird immer mindestens ein bis zwei Let's Plays geben hier. Ganz normale, klassische. Es sei denn... Oh. Es sei denn natürlich, es gibt wirklich ein neues Format, was auch so gut funktioniert und auch als wirklich als vollwertiger Let's Play-Ersatz gelten kann. Dann wird das natürlich das neue Schwergewicht. Aber da will ich einfach ein paar Sachen ausprobieren und mal ein bisschen innovativ denken. So. Hier ist dann wirklich absolut die Hölle losgebrochen in dem komischen Restaurant hier, ja. Oben stand, glaube ich, muss ich mal kurz nochmal nachgucken, 59. Überall seid ihr, mein Gott, wie verseucht ist denn das hier? Oh Gott, jetzt seid ihr fies alle, Happy New Year 1959, ja, also irgendwie ist das um die Zeit wohl zusammengebrochen nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren, 20 oder so. So, was gibt's hier noch? Hier ist noch ein bisschen Eve-Hypo. Hab ich was gehört? Hau mir ab. Wodka. Hallo. Joa, was gibt's hier alles? Das ist ein Getränk von olympischer Ausmaßen. Ja, ist so ein Tee. Okay, offensichtlich ist auch wirklich an Silvester die Hölle losgebrochen. Naja, naja, naja. Das heißt echt, hier ist die ganze Zivilisation zusammengebrochen, weil so ein paar Leute sich diese, oder weil alle Leute sich diese Plasmide reingepfiffen haben. Und der erste Mensch, mit der mit mir spricht, sorgt dafür, dass ich mir auch so einen Scheiß reinpfeife. Ich find's echt bedenklich. Wow, kann ich hier vielleicht was organisieren? Kann ich ihnen noch irgendeine Krankheit geben? Ich habe noch ein bisschen AIDS auf Lager, vielleicht. Oder wenn sie noch einen frischen Krebs wollen, habe ich alles da. Ich habe alles hier, kann alles besorgen. Vielleicht kann ich ihnen auch noch ein, zwei Nieren rausnehmen oder so. Je nachdem. Wenn sie selbst finden, dass es ihnen so gut geht, dann sagen sie aber Bescheid. Ich kann dagegen was machen. Ich kann alles. Rapture, naja. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mal hier rein. Spliced up. Also irgendwie spliced. Das ist doch auch das, was ich. Das ist doch das, was bei Harry Potter passiert, wenn die nicht so richtig disapparieren, oder? Irgendwie dann gibt das so Risse und so. Jetzt. Dann gibt es so Risse und alles Mögliche. Von Dingen, also wenn sie irgendwie so halb an einem anderen Ort bleiben. So. Hey Brenda, you care to tell me why you've had a hole in the wall the size of Plymouth Rock coming out of your crapper going on 3 weeks now? Now, I ain't saying I'm Shakespeare, I'm trying to run a respectable theater. I got working folk coming in from Port Neptune trying to catch a little diversion. All I can think about is a snake coming out of your shitter.
Ja, genau. Reparier mal ruhig dein Klo. Tja. Gut, das war die erste Folge von Bioshock. Ich renne hier mal, ich muss auch mal kurz hier irgendwo rein. Wir, naja, wir sehen uns beim nächsten Mal, in ungefähr 15 bis 20 Minuten, würde ich sagen. Bis dahin, gibt's hier irgendwo ein Magazin? Hast du vielleicht ein Magazin bei dir? Irgendwas? Sluggish Slicer? Nee, kein Magazin. Muss ich mir vielleicht ein, zwei Tonbänder nochmal anhören. Bisschen Beschäftigung ist niemals schlecht. Also, bis dahin, wir sehen uns. Reingehauen und DJX out.